Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Es ist natürlich Zeit. Der V6 Launcher 6-Takter ist jetzt rausgekommen und der ist diese Woche im Shop drin, das wir hier links sehen können, 1680 Gold. Gucken wir mal rein. Explosionswaffe verschießt kleine, schnelle Raketen, kann bis zu 6 Raketen abfeuern, bevor er nachgeladen werden muss, verbraucht keine Munition, geringe Haltbarkeit. Also 6 Raketen. Kann bis zu 6 Raketen abfeuern, bevor er nachgeladen werden muss. Gehst du auf die Werte Magazingröße 8. Okay, es könnte auch mein Heldenbonus sein. Ich gehe mal davon aus, dass es mein Heldenbonus ist. Haltbarkeit 15. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass sich das eher verbraucht wie ein Granatwerfer. Beziehungsweise, dass hier nicht ein Schuss eine Haltbarkeit abzieht, weil ansonsten habe ich nicht mal 2 Magazine oder niemand hat 2 Magazine mit diesem Launcher. 3,5 Nachladezeit, okay, 8300 Schaden, 1600 Einschlag und 1050er Crit-Werte, davon von den Standardwerten ist nichts beeindruckend, außer die hohe Magazingröße, was allerdings, naja, wenn man den Vierfachwerfer bedenkt, eher ein schlechtes Zeichen ist. Aber gucken wir uns doch mal die Perks an. Ganz oldschool, verursacht Leitschaden, hatten wir schon lange nicht mehr. Wow, sogar hier, ich kann jetzt schon sagen, dass er mit den guten Werfern nicht mithalten kann. Im Prinzip. Ja. Ich werde den auch nur auf blaue Perks ziehen, weil ich habe es schon mal gesagt, dass ich das unbedingt machen möchte. Auf blaue Perks ziehen. Und der ist lustigerweise auf Crit und auf Nachladen. Das hier würde ich auf jeden Fall zu Schaden ändern. Aber ansonsten lassen wir den einfach mal spaßeshalber auf Crit. Ich bin, also von den möglichen Perks her bin ich nicht überzeugt, ja. Wir haben hier die Crit-Möglichkeit, hier haben wir die Crit-Schadensmöglichkeit und hier haben wir auch, also man könnte ihn auf Doppelcrit machen, das steht fest. Und, ja, hier hat man natürlich dann die Begrenzung, ne, Schaden gegen leidende Ziele, das heißt die zweite Rakete, was allerdings dann heißt, dass wir den Gegner auf jeden Fall nicht mit der ersten Rakete töten, das heißt ein Knecht Ruprecht ist schon mal besser. Der Knecht Ruprecht, der knechtet nämlich ordentlich rein, aber... Ja gut, leveln wir das Ding einfach mal hoch und dann gucken wir uns an, wie das sich in der Mission so schlägt. Okay, ich muss schon mal sagen, bevor das Gameplay jetzt losgeht, mir fällt auf, dass hier Schadenszahlen echt gering sind. Ja, er hat blaue Perks, richtig, aber er hat jetzt 80.000 Schaden auf physisch, also 79.000. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, mein Knecht Ruprecht auf Energie mit Einschlag sogar noch als Perk, ja? Er hat 234.000. Und ja, er hat 2 legendäre Schadensperks. Das macht allerdings keine, keine knapp 200.000 Schaden Unterschied. Die 2 Perks. Also auf gar keinen Fall. Und vor allem Energie zieht ja auch noch 25% Schaden ab. Sogar die Kanonade hat 45.000 Schaden, hat allerdings eine 56er Haltbarkeit, weil ich auf meiner Only Haltbarkeit habe. Und der Edelwerfer ist auch auf Energie. Und macht 160.000 Schaden und, ja, also so generell, puh. Wie gesagt, von den Statistiken her ist das Ding überhaupt nicht überzeugend. Die sind generell sehr schlecht gehalten, aber vielleicht überzeugt uns das Ganze ja im Gameplay. Vielleicht kennen da ja was Besonderes. Okay, hergestellt ist das Ganze und zwar auf 130 und auf 106. Deshalb bin ich mal... Was ist das denn für ein Sound? Okay. Wir haben hier vorne direkt einen Schweber 140. Ich bin hier in der Gruppe drin. Wir haben 3964 Angriffswert. Entschuldigen Sie bitte, ich habe leider vergessen, Schaden zu machen. Okay. Jetzt mehr Edelwerfer nehme, 106er. Und dann im Vergleich wieder den hier. Das killt ja nicht mehr den da. Was für ein Schaden hat das gemacht? Guck mal die Lebensleiste an.
killt ja nicht mal die Hexe. Alter Schwede. Also selbst wenn man mit Demoliererin Penny spielen würde, die ja den Raketenwerferschaden extremst erhöht. Ich glaube, wie viel war das? 50% mehr Raketenwerferschaden. Ah, und die Haltbarkeit. Das sehe ich jetzt gerade erst. Ich habe gerade erst nach unten geschaut. Also für so ein paar popelige Gegner hier habe ich jetzt verbraucht an Haltbarkeit alles, bis auf einen. Okay, jetzt schieße ich noch einmal. Okay, verbraucht 0,5 Haltbarkeit, also wir haben quasi 30 Schuss mit dem Ding. Aber 30 mal keinen Schaden machen ist immer noch kein Schaden. Oh mein Gott. Ich meine, okay, das ist jetzt ein elementarer Gegner, das wäre unfair. Aber da steht auch ein physischer, den seht ihr. Boah, 200.000er Crit. Das Problem ist, 200.000, die Kräfte Ruprecht als Non-Crit. Wo ist der denn? Komm, mach mal den mal auf 106. Ja, du kannst die Raketen spammen. Guck mal hier, 39.000 Schaden, 230.000, 82.000, 170.000. Ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen was vor, damit ihr auch einen Eindruck von den Zahlen bekommt, weil ihr sie nicht die ganze Zeit beobachtet, sondern eher aufs Gameplay achtet oder sonst was. Aber, 32.000 Schaden. Und hier an denen möchte ich das ehrlich gesagt nicht zählen, weil das sind halt, ne? Ich brauche ja nur ein paar Schuss für so eine normale, völlige Hülle. Oh mein Gott. Das ist heftig, das ist heftig. Nicht im positiven Sinne. Zwei Schuss 106er Launcher für die Hexe, ey. Ich weiß nicht mal, ob ich gekrittet habe. Aber ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil zwei Schuss ist schon übertrieben. Raketenwerfer. Ich meine. Das ist ein 106er. Nicht Ruprecht. Ich weiß, nicht jeder hat ein Knecht Ruprecht. Aber ich denke, die meisten Leute spielen schon was länger, die sich jetzt überlegen, ob sie sich einen V6 Launcher kaufen sollten. Und wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel dieses Lager starte, Explosionsradius ist größer. Schaden ist höher, obwohl er physisch ist. Und nur 106. Der ist stärker als der 130er V6. Puh. Wenn man den auch trifft. 250.000. Nicht getroffen. Ich meine, klar, wir haben nur einen einzigen Schuss. Aber wenn wir doch einen Raketenwerfer benutzen, dann wollen wir doch einen Schuss haben, der auf jeden Fall fetten Schaden macht. Und ich will keine 8-9 Schuss auf den Gegner drauf spammen. Und ja, denselben Schaden machen, den ich über anderen Raketenwerfer mit einem einzigen Schuss mache. Das ist doch komplette Materialverschwendung wegen der Haltbarkeit. Oh Mann. Auch wenn ich jetzt mal da hinten rüber schieße. Guck mal, ich habe jetzt für ein gesamtes Lager so viel Schuss gebraucht, wie für einen normalen Laserbrudi mit dem anderen Werfer. So, und jetzt kommen wir noch mal zu dem Sechstakter. Ich mache den nur auf 106. Es ist mir zu schade. Könnt ihr das sehen? Das ist über mir? Ja. Es ist mir zu schade, meine Effizienten und meine Brightcords zu benutzen für den Sechstakter. Einfach nur blöd gelaufen. Ich meine, die Raketen fliegen wirklich verdammt schnell. So, da oben kommt jetzt die eine Gegnergruppe auf mich runter. Gucken, ob ich es schaffe mit dem ganzen Raketenwerfer. Mit der gesamten Haltbarkeit. Aber.
Die Haltbarkeit ist fast durchgefressen. Aber das waren jetzt alle Gegner von der Truppe. Was sind das für ein Wolfsgeheule? Das ist kein Spieler. Komisch. Ja. Ich würde sagen, wir... wir gehen mal ins Fazit rein. Weil... Gameplay ist genug für mich. Wir gehen ins Fazit. Ja, mein persönliches Fazit zu dem neuen 6-Takter Raketenwerfer, der für ein paar Spieler vielleicht sogar der allererste Raketenwerfer ist, der im Shop erscheint. Es tut mir leid, das zu sagen, aber Finger weg. Also, ihr könnt ihn natürlich gerne kaufen und nicht leveln, keine einzigen Regentropfen reinstecken, keine Vorteilsressourcen reinstecken und am besten auch gar kein Material benutzen, um das Teil herzustellen. Der ist nur was fürs Sammelalbum. Er ist wirklich, ihr habt es gesehen, an den Schadenszahlen und an den Lebensbalken der Gegner. Und ich war diesmal nicht solo in der Mission, ich war halt mit einem anderen Random-Spieler in der Mission. Und das Ding hat nicht mal eine Hexe mit einem Schuss getötet. Eine popelige, dünne Hexe in einem lila Kleid. Das tut wirklich weh. Ich bin zugegebenermaßen stark enttäuscht von der Waffe. Aber es konnte man auch erwarten wegen den Statistiken. Die Statistiken haben halt schon wirklich stark dagegen gesprochen. Was halt cool gewesen wäre, das habe ich leicht gehofft, weil es ein 6-Takter Raketenwerfer ist, dass die Rakete zwar 79.000 Schaden macht, aber sie explodiert 6-mal beim Aufprall. Dann wäre das Ding echt cool. Dann könntest du so einen Smasher zwischen die Beine schießen und der Typ hat erstmal Feuerwerk in seinem Bauch, weißt du? Aber so... steht das 6-Takter wirklich nur dafür, dass 6 Raketen im Magazin sind? Ja, bei mir sind 8 drin wegen meinem Magazingröße-Bonus. Aber an sich leider ein Haltbarkeit, materialfressendes, schwaches Teil, was mit Styroporkugeln schießt.